Ich möchte nun Herrn Rivo Banerjee ganz herzlich begrüßen. Er wird über Bund und typisch Deutsch sprechen. Lieber Herr Banerjee, herzlich willkommen bei GetWiko24. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und übergeben Ihnen nun das Wort. Vielen Dank. Ich teile kurz meine Präsentation, sodass... Ja. Gut, und jetzt schalte ich mich stumm und meine Video auch auf. Genau. So, einen guten Tag, guten Abend, guten Morgen meinerseits aus Jena. Ich bin Rivo Banerjee. Ich fange gleich mit meiner Präsentation an, und zwar mit dem Impuls: Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug? Anführungszeichen, Fragezeichen. Diejenigen, die in Deutschland wohnen oder die sich ganz gut in die deutsche Politik auskennen, die wissen schon, worauf ich verweisen möchte mit diesem Zitat und was für eine Wirkung überhaupt dieses Zitat gehabt hat in den letzten Jahren, vor allem in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Politik. Kurz zu dem Inhalt meines Vortrages. Ich habe 4 grobe Kategorien, sage ich mal. Erstmal fremd im Heimatland. Wer bezeichnet sich selbst als Deutscher bzw. Deutscher? Wer gesellschaftlich und gesetzlich Deutscher bzw. Deutscher ist, was überhaupt die Nation bedeutet und natürlich, was auch für uns relevant ist als Lehrkräfte, wie thematisieren wir, wie beschäftigen wir uns mit diesem Thema im Rahmen unseres Sprachunterrichts. Woher kommst du wirklich? Das ist eine Frage, womit fast jeder, der nicht typisch deutsch in Anführungszeichen, aussieht, fast täglich konfrontiert ist. Dazu ein kleines Video, und zwar: Was ist Deutsch? Ich bin Deutsch. Ich fühle mich durch und durch als Deutsch. Ich bin hier in Berlin geboren und aufgewachsen, und das ist meine Heimat. Natürlich habe ich das Gefühl, dass ich zu Deutschland gehöre, weil ich nichts anderes kenne. Deutschland ist mein Zuhause. Ich bezeichne mich als Deutsch-Türkin, weil mir die Gesellschaft halt immer wieder gesagt hat, hey, du bist nicht deutsch. Ich bezeichne mich immer als Deutsch-Türkin, weil mir die Gesellschaft immer gesagt hat, hey, du bist nicht typisch deutsch. Was sagt dazu das deutsche Grundgesetz? Das deutsche Grundgesetz sagt, Deutsche im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitige gesetzliche Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. 3 wichtige Punkte. Erstmal, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Wer als Flüchtling oder Vertriebener des Deutschen Reiches nach dem Stande am 30. Dezember aufgenommen wurde und dessen Ehegatte bzw. Abkömmling. Was ist dann überhaupt das deutsche Volk? 60,8 Millionen oder 74,5% der Deutschen besitzen keinen Migrationshintergrund, aber 20,8 Millionen doch schon. Das heißt natürlich, dass sie entweder selbst Migrationserfahrung gemacht haben oder dass die Eltern von solchen Leuten oder Großeltern selbst die Migrationserfahrung gemacht haben. Oder dass sie selbst Ausländer sind mit Migrationserfahrung oder dass sie doch Ausländer sind ohne Migrationserfahrung, aber trotzdem mit Migrationshintergrund. Laut dem Statistischen Bundesamt, so sieht es aus. 74% der Deutschen besitzen keinen Migrationshintergrund, 13,6% doch einen Migrationshintergrund und 12,4% davon von denjenigen, die in Deutschland wohnen, sind Ausländer. Warum ist das überhaupt wichtig? Es ist wichtig, weil in Ländern, die ganz weit weg von Deutschland sind,
vor allem Ländern in Südasien, immer noch dieses falsche, sage ich mal, Bild geprägt wird, dass, also, dass Deutschland irgendwie ein Land ist, wo nur hellhäutige und blauäugige Leute bzw. Menschen wohnen und denen gehört das Land. Was angesichts diesem Zeitrahmen absolut falsch ist. Also ich fange jetzt schon mit den Einwanderungsphasen nach Deutschland an. In den 50er und 60er Jahren mit dem Wirtschaftswunder in Westdeutschland hatten wir schon Gastarbeiter aus Italien, Griechenland, aus der Türkei, aus Marokko, Portugal, Tunesien und aus dem ehemaligen Jugoslawien. In den 80er Jahren hatten wir nochmal die Einwanderung Ostdeutscher nach Westdeutschland als Übersiedler und Rückkehr ethnischer Deutscher als Aussiedler. Also das heißt Deutsche, die außerhalb von Deutschland gewohnt haben und die dann die Rückkehr gemacht haben. Und auch dazu hatten wir eine Flüchtlingswelle aus Jugoslawien, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Rumänien und aus der Türkei wegen Instabilität in den jeweiligen Ländern. In den 90er Jahren gab es eine weitere Flucht wegen des Krieges in dem ehemaligen Jugoslawien und natürlich auch 2014/15 mit der Flüchtlingskrise, wo die Bundeskanzlerin auf jeden Fall gemacht hat, wir schaffen das. Ich komme jetzt zu dem wichtigsten Punkt, warum das überhaupt relevant ist. Was verstehen wir unter dem Begriff Nation? Ich sehe das Wort Nation als der Nachfolger von der kollektivistischen bzw. von der kollektiven Gesellschaft. Die Nation ist eng mit kulturellen Merkmalen bzw. Nuancen wie Sprache, Religion, Hautfarbe, Küche, Herrschaftssystem und so weiter verbunden. Die Nation ist eine Zusammenfassung der Alltagskultur einer kollektivistischen Gesellschaft. Die Mitglieder dieser Gesellschaft verfügen über mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Diese Gemeinsamkeiten sieht man natürlich durch die Sprache, die Religion, die Hautfarbe, die Küche und auch das Herrschaftssystem. Hier muss ich natürlich auf jeden Fall zwei Ausnahmen erwähnen. Erstens die USA und zweitens auch teilweise Indien, wo natürlich dank Kolonialisierung das Verständnis, das Verstehen dieses Begriffes ein bisschen anders ich, sage ich mal. Die Nation ist eine Zusammenfassung der Alltagskultur einer kollektivistischen Gesellschaft. Was ist denn überhaupt diese Alltagskultur? Die Alltagskultur ist laut Alexander Thomas ein universelles, für eine Nation, Gesellschaft, Organisation oder Gruppe sehr typisches Orientierungssystem, welches aus spezifischen Symbolen gebildet wird. Diese Symbole erkennt man nochmal durch die Sprache, die Religion, die Hautfarbe, die Küche und das Herrschaftssystem beispielsweise. Lepsius unterteilt die Nation in vier Verstehensweisen, was ich auch gerade thematisieren möchte. Erstmal die Volksnation, die Kulturnation, die Staatsbürgernation und die Klassennation. Die Volksnation, unter dem Begriff Volksnation verstehen wir eine Gruppierung ethnisch homogener Menschen. Unter Kulturnation verstehen wir die Idee, die an die Gemeinsamkeit der Verhaltensweisen im Allgemeinen und der Sprache, Literatur, Musik im Speziellen anknüpft. Gruppierung ethnisch homogener Menschen, Gemeinsamkeiten der Verhaltensweisen im Allgemeinen. Zurück. Zusammenfassung der Alltagskultur. Die Mitglieder verfügen über mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Die Staatsbürgernation, wo alle Staatsbürger die Gleichheitsrechte haben und wo die Herrschaft durch demokratisches Verfahren legitimiert wird. Wichtig dabei ist, dass die implizite Gleichheitsrechte und die demokratische Herrschaft tendenziell nur durch Homogenität möglich ist. Und genau deswegen würde ich auf die Beispiele zurückgreifen,
die USA und Indien. Wir sind jetzt gerade beim 45. Präsidenten in den USA. Nur einer davon, also von den 45 Präsidenten, haben wir nur einer davon gehabt, der dunkelhäutig war. Und wir haben ja auch gesehen, wir sehen ja auch gerade immer noch, was für eine Wirkung das gehabt hat, vor allem mit dem derzeitigen Präsidenten. Genau das ist auch der Fall in Indien, wo zum Beispiel außer ein Premier haben wir alle Premiere gehabt, die aus dem Norden stammen, die aus Nordindien stammen. Und das ist genau die Homogenität, worauf Lesbius auch hinweist. Und das bezeichnet an sich das Verstehen von der Nation. Die Klassennation ist eine Gemeinschaft mit marxistisch verstandenen Sozialklassen. Also das ist auf jeden Fall noch ein intensiveres Gespräch zu führen. Hier wird unter anderem auch über das Klassensystem und das Kastensystem in Indien geredet. Aber wegen Zeitmangel würde ich das jetzt nicht so ganz intensiv thematisieren. Was verstehen wir dann unter dem Begriff die Nation? Gouvernement definiert die Nation als a human group conscious of forming a community, sharing a common culture, attached to a clearly demarcated territory, having a common past and a common project for the future and claiming the right to rule itself. Common, common, common. Gemeinsamkeiten, Homogenität, ethnisch homogener Menschen. Jetzt die Frage, warum ist das überhaupt uns Lehrkräften relevant? Als Lehrkräfte, vor allem als DAF-Lehrkräfte, haben wir auch die Aufgabe, nicht nur die Sprache zu unterrichten, sondern auch die deutsche Kultur, sondern auch die Kultur an sich zu vermitteln. Das ist durchaus schwierig, das verstehe ich, weil wenn man selbst als Ortslehrkraft tätig ist und versucht, eine andere Kultur, nicht die eigene Kultur, sondern eine andere Kultur zu vermitteln, das kann auf jeden Fall schwierig sein. Und deswegen rutscht man oft in die ganz typischen, ganz klischeehaften Fragen, wie zum Beispiel, was ist typisch deutsch? Beziehungsweise, wer ist überhaupt typisch deutsch? Und da kommen natürlich Begriffe wie, die Deutschen sind pünktlich, die Deutschen sind überkorrekt, die Deutschen sind humorlos, die Deutschen sind pünktlich zum Beispiel. Fragen Sie mal bitte die Deutsche Bahn, ob die überhaupt pünktlich sind. Oder ob dass die Deutschen sehr strukturorientiert sind. Es gibt ja auch Deutsche, die absolut chaotisch sind. Es muss verstanden werden, dass die Kulturvermittlung, die Landeskundevermittlung nicht außerhalb des Sprachunterrichts stattfinden kann. Lernt man die Sprache, so lernt man auch die Kultur kennen. Deswegen auch das Motto des Goethe-Instituts, Deutsch lernen, Deutschland kennenlernen. Durch das Sprachenlernen lernt man auch die Kultur kennen. Ich habe im Rahmen meines Studiums 4 Lehrwerke analysiert, die weltweit im Einsatz sind. 2 Lehrwerke für Erwachsenen, 2 für Jugendliche. Netzwerk, Pluspunkt Deutsch, die 2 Lehrwerke für Erwachsenen. Genial Klick und Planet für Jugendliche. Schauen Sie sich bitte mal die Beispiele. Das ist eine, in Anführungszeichen, deutsche Familie. Das ist eine, in Anführungszeichen, deutsche Familie. Hier auch sehen wir, in Anführungszeichen, eine deutsche Familie. Hier auch sehen wir, in Anführungszeichen, eine deutsche Familie, die auch rein zufällig die Familie Weiß heißt. Nicht einmal ist eine Familie zu sehen, die anders aussieht als die Vorstellung, die wir schon haben und die wir die klischeehafte Vorstellung, die wir schon haben und die wir unbedingt als Kulturvermittler abbauen müssen. Und auch darauf zu achten, dieses Lehrwerk ist aus dem Jahr 2019, das aus dem Jahr 2018, das 2017, das 2012. Netzwerk, soweit ich weiß, wird immer noch an allen Goethe-Instituten mindestens in Indien verwendet.
Das ist genau das Problem. Auch die neuen Lehrwerke verzichten drauf, andere Identitäten, andere Hautfarben zu thematisieren. Und das ist genau die Problematik. Und wie ist dann die Vorgehensweise? Die Vorgehensweise bzw. die Lösung, wenn ich das sagen darf, steckt sich hinter dem Begriff kritische Fremdsprachendidaktik. Es handelt sich um ein Modell des Unterrichtens, das auf eine möglichst neutrale Vermittlung von Strukturen und Wortschatz zielt. Das Kleben an Lehrbüchern mit bedeutungslosen Inhalten und die maßlose Überwertung der Alltagskommunikation führt zu einer fehlenden Auseinandersetzung der Lernenden mit der eigenen Identität und der Gesellschaft. Das Kleben an Lehrbüchern mit bedeutungslosen Inhalten. Es ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen. Es ist klar, als Lehrkräfte stehen wir immer unter Druck und wir müssen ja auch mit unseren Lehrwerken arbeiten. Aber wenn wir sehen, dass es eine fehlende Auseinandersetzung gibt, wenn wir sehen, dass die Themen, die da angesprochen werden, gar nicht unsere Lernenden betreffen, beziehungsweise überhaupt mit der eigenen Identität und mit der Gesellschaft, wo sie, in der sie wohnen und leben, was zu tun haben, da müssen wir das auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Das ist unsere Aufgabe als Lehrkräfte. Weil der Unterrichtsraum die Lernenden dazu befähigen soll, kritisch mit der Zielsprache und der Zielkultur umzugehen. Und dabei Merkmale der eigenen Gesellschaft bzw. auch der Zielgesellschaft zu analysieren. Und hier ist auch der nächste Punkt wichtig. Auch wenn es um das Zielland geht, soll kein perfektes Bild gezeigt bzw. propagiert werden. Das perfekte Deutschland, perfekt in Anführungszeichen, existiert nicht. Und das ist wichtig, weil das Problem ist vor allem in Ländern wie in Ländern in Südasien, wo es immer gesagt wird, dass in Deutschland alles besser ist im Vergleich zu den Sachen in Indien. Nochmal zu den Beispielen. In Deutschland, die Deutschen sind sehr pünktlich, die Inder nicht. In Deutschland ist alles sehr strukturiert, in Indien ist alles sehr chaotisch beispielsweise. Ist das überhaupt die Wahrheit? Wie sind wir dazu gekommen? Was sind die Merkmale, die hinter solchen Ideen, Konzepten stecken? Das sind ja Begriffe, das sind ja Themen, die auf jeden Fall im Rahmen des Sprachunterrichts thematisiert werden. Das perfekte Deutschland, perfekt in Anführungszeichen, existiert nicht. Und dann überhaupt ist auf keinen Fall, wenn das perfekte Deutschland überhaupt existiert, ist auf keinen Fall hellhäutig, blauäugig oder auch heteronormativ bzw. heterosexuell. Dass das perfekte Deutschland überhaupt nicht existiert, sehen wir durch Werbeplakate von der AfD zum Beispiel. Wenn Lehrwerke zu diesem Zweck nicht ideal sind, und in den meisten Fällen sind die auch nicht ideal, ist eine Zusammenstellung von anders konzipierten Lehrmaterialien erforderlich. Nochmal, es ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, aber zurückzugreifen, als Sprachvermittler müssen wir auch die Kultur vermitteln. Wie machen wir das? Auf Anfängerniveaus mit Bildern von Reisepässen von Leuten, die nicht typisch wieder kursiv geschrieben aussehen, also damit arbeiten. Zum Beispiel Leute mit einem Kopftuch oder Leute, die dunkelhäutig sind. Oder Leute, die Namen wie Aftab oder Fatima tragen und trotzdem einen deutschen Pass besitzen und aus Deutschland stammen. Das heißt, die sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Nur als kurzer Hinweis, Fatima ist ein sehr populärer Name, ist mittlerweile sehr populär geworden in Deutschland. Und nicht jeder Deutsche heißt immer noch Thomas, Detlef, Tim, Melanie, Angela, Dietzig oder Hannelore. Auf fortgeschrittenen Niveaus ist es auch wichtig, dass man mit Wahlplakaten arbeiten, um Fremdenfeindlichkeit und Rassismus intensiver zu thematisieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann kommen Lernende nach Deutschland und sie müssen dann auch irgendwie mit Rassismus umgehen, weil Rassismus ist auch wenn wir das nicht so ganz explizit thematisieren wollen, das will Bundesminister Seehofer auch nicht, das ist doch die Wahrheit auch hier in Deutschland.
vom Anfang an die Merkmale der Zielkultur und der Eigenkultur gegenüber thematisieren. Eine kontrastive Arbeit machen. Das Kennenlernen der Zielkultur muss kontrastiv stattfinden. Wie gesagt, wie sieht es in Deutschland aus? Wie sieht es in meinem eigenen Heimatland aus? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Wo gibt es Unterschiede? Die Grundprinzipien, Handlungsorientierung, Kontextorientierung und Personalisierung dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Weil wenn wir kontextgemäß nicht arbeiten, wenn wir nicht personalisiert arbeiten, dass ich die Sprache kann, bringt mir nichts als eine Person, die Deutsch kann. Weil ich kann an Gesprächen nicht teilnehmen, wenn mir der Wortschatz zu dem bestimmten Thema fehlt. Nochmal, die Vermeidung klischeehafter Fragen. Was ist typisch deutsch? Oder, das ist die Familie Weiß. Das ist eine deutsche Familie. Die Familie Weiß ist nicht unbedingt eine deutsche Familie. Die Familie Weiß kann eine von den verschiedenen deutschen Familien sein, wo alle durch Zufall hellhäutig sind. Es gibt deutsche Familien, die dunkelhäutig sind. Es gibt deutsche Familien, worin Frauen Kopftücher tragen, eine Kopfbedeckung tragen. Es gibt deutsche Familien, wo alle nicht in die Kirche gehen, zum Beispiel. Keine explizite Thematisierung soll verlangt werden. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, heute sprechen wir über Rassismus in Deutschland oder heute sprechen wir über Vielfalt in Deutschland. Ein impliziter Auseinandersetzungsversuch ist notwendig. Ein kritisches Denken ist notwendig. Durch das Lernen der Sprache öffnet sich eine neue Welt. Man lernt eine Sprache, um eine neue Kultur, um ein neues Land angesichts der Eigenperspektive wahrzunehmen. Kann ich als Lerner, was in meinem Land und im Zielland passiert, kritisch betrachten, kritisch hinterfragen? Was sind zum Beispiel die typischen Männer- oder Frauenberufe? Gibt es überhaupt geschlechtsspezifische Berufe? Gibt es Unterschiede dazwischen in dem Zielland, in Deutschland, beziehungsweise zwischen Berufen in Deutschland und in Indien beispielsweise? Worin liegt die Unterschiede beispielsweise? Das Grundprinzip nochmal der Handlungsorientierung. Werden Lernende in der Lage sein, kulturell und gesellschaftlich in Deutschland umzugehen? Klar, man kann die Sprache. Man hat die Grammatik gelernt, man hat die Wort- und Satzstrukturen gelernt und so weiter und so fort. Man hat wahrscheinlich auch eine gute Aussprache. Das bedeutet ja nicht, dass man doch kulturell und gesellschaftlich in Deutschland umgehen kann, weil ein großer Teil des Lebens generell überhaupt, egal wo man ist, ist natürlich, dass man in einem sozialen Kontext mit verschiedenen Leuten umgeht. Dass man mit unbekannten Leuten Gespräche führt zum Beispiel. Oder auch mit Bekannten und mit Freunden. Ist man kulturell und gesellschaftlich dann in der Lage? Weil die Handlungsorientierung spricht ja auch davon. Entschuldigung, Herr Banerjee, es tut mir leid, dass ich unterbreche. Könnten Sie vielleicht in 2 Minuten Ihren Vortrag langsam zu Ende bringen? Dann haben wir Zeit für Fragen. Es sind schon 3 interessante Fragen hier gekommen. Entschuldigung nochmal. Alles klar, also ich bin fast zu Ende. Also nochmal, die Textsorten, die man anwenden kann. Wahlplakate zum Beispiel, Werbeplakate aus der deutschen, also solche Wahlplakate zum Beispiel von der AfD oder von der CDU. So Social-Media-Kanäle verschiedener politischer Parteien, die Linken, die Grünen zum Beispiel, auch solche Sachen im Unterricht thematisieren. Plakate der Deutschen Bahn, die auch kostenlos zu erhalten sind. Oder auch Fernsehserien wie zum Beispiel Türkisch für Anfänger, was auch auf Netflix zu erhalten ist. Und damit bin ich zu Ende gekommen. Ich freue mich auf die dass Sie alle zugehört haben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt ganz offen für Fragen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Banerjee, für den spannenden Vortrag. Das war ein interessantes Thema und ein ganz aktuelles Thema, muss ich sagen. Ich gehe dann gleich zu der ersten Frage, die lese ich Ihnen vor. Die ist ein bisschen lang, aber ich lese das langsam dann vor. Ist nicht eher der Begriff der Kultur eng mit dem Begriff der Nation verbunden, statt andersrum? Das ist die Frage. Und die Nation hat ja feste Grenzen und diese Grenzen werden im engen Kulturverständnis auf das Konzept der Kultur übertragen, nicht andersrum, oder? Das war so die Frage. Ist der Nation, ist nicht eher der Begriff der Kultur eng mit dem Begriff der Nation verbunden? Genau, statt andersrum. Ja und nein. Und genau deswegen habe ich die zwei Beispiele erwähnt. Alle, die in Indien wohnen, wir wissen schon, wie unterschiedlich wir kulturell sind. Und von da und trotzdem gehören wir zu dem Land Indien. Das heißt, das ist das Prinzip der Nation. Und das ist auch genau, weswegen wir das auch ein bisschen kritisch sehen müssen, vor allem in dem 21. Jahrhundert mit Ein- und Auswanderung. Okay. Ja, also liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, leider können wir keine Fragen mehr beantworten. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin bei uns bleiben und